Ja, und damit begrüße ich euch recht herzlich zurück zu Let's Play Vampire the Masquerade Bloodlines. In der letzten Folge haben wir uns ein bisschen weiter durch den Tempel hier gemetzelt, beziehungsweise geschossen. In der Folge werden wir dann jetzt hier tiefer in das Gewölbe hinabsteigen, um dann schließlich Ming Zhao auszuschalten. Aber erstmal müssen wir, weiß ich gar nicht mehr, Vasen oder Statuen finden und auf die Sockel da in dieser Halle in der Mitte tun. Mittel. Auf jeden Fall, genau, diese Dinger da. Oh, ist gleich auch noch die nächste. Und wir müssen darauf achten, auf was für einem Sockel diese Teile stehen. Denn genau auf die müssen wir sie dann auch wieder draufstellen. Hier sehen wir übrigens wieder eine Druckplatte. Genau so, was macht die? Die Katzenstatue muss dann halt noch scheiße. Dementsprechend auf den Sockel mit dieser... Dafür gibt es sicher irgendeinen Ausdruck in der Kunst. Auf jeden Fall auf den Sockel mit den zwei Kreisen da. Kommen wir irgendwie an euch vorbei? Ja, doch, kommen wir. So. Hallo? Wie auch immer der uns gesehen haben soll. Also sicher, es ist logisch, dass er uns gesehen haben soll, aber für gewöhnlich sehen sie ja nicht. So, hier haben wir auch nochmal einen kleinen Schrein für Katzen, was auch immer. So, ja, jetzt drehen sich die Klingen wieder. Wobei mich da interessieren würde, wie knapp die über unserem Kopf sich drehen. Okay, doch, da... Ja, aber wenn wir aufrecht laufen, müsste es eigentlich tödlich sein, aber das Spiel nimmt es zum Glück nicht ganz so genau damit. So, der Typ lebt auch noch. Jetzt lebt er nicht mehr. Und er brennt sogar noch, wenn er am Boden liegt. Die scheinen auch ein bisschen was mitgekriegt zu haben, was auch nicht so gut ist. Ich weiß auch nicht, vielleicht können wir die hier diese Fallen in den Gängen auch gegen die verwenden, aber darauf will ich jetzt mal nicht wetten, beziehungsweise hoffen. Hm, cool. So, also Kranich ist auf diesen gedrehten Teilen. Dann gehen wir jetzt auch direkt zurück zum Mittelraum und legen auch die Statue dann dementsprechend dahin. Also ich hatte das eigentlich schwieriger in Erinnerung. Beziehungsweise ich dachte, dass das noch ein bisschen verzwickter wäre, das Rätsel, aber zum Glück ist dem nicht so. Super, jetzt wollte ich ihn ausschalten und jetzt läuft er weg. Okay, es gibt Sinn, aber eigentlich geht man ja von Bossen oder beziehungsweise Gegnern in Videospielen nicht so häufig davon aus, dass sie sonderlich schlau sind. Deswegen ist die KI auch ein sehr häufiger Kritikpunkt. Okay, das... Genau, nee, das war genau gedreht. Und hier kommt dann der Kranich hin. Wobei es mehr Sinn geben würde, wenn wir den Kranich dahin stellen, weil... dann würde es von den... Dings passen, von der Seite her. Denn jetzt gehen wir in die Richtung, da finden wir die anderen beiden und dann könnten wir vielleicht hier und hier die jeweiligen Statuen hinstellen, aber scheinbar ist das überkreuzt. Oder beziehungsweise ich hoffe es mal, ansonsten können wir da wieder dann anfangen, Rätsel zu raten, wie was richtig gehört. Und so in den letzten Spielminuten, Spielstunden sind es ja schon nicht mehr, möchte ich sowas eher vermeiden. Okay. Ah, scheint hier wohl der einzige Wächter gewesen zu sein. Ah doch, da ist noch einer. Und dann sind hier rechts und links, dann ist die letzten Statuen. Oh, besser bewacht hier, das Ding. Die Schlange irgendwie nicht. Oder ist das ein Drache? Wird wohl eher ein Drache sein. Ja, hier sind rechts und links Schützen. Beziehungsweise die Ming Zhao Wächter oder Kui Jin Wächter oder was auch immer. Mit dieser Ballpup hieß es, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, wie die Waffe hieß. So, und das hier wird am schwierigsten, weil... Ah ne, ich dachte, hier wären drei Gegner, aber in Wirklichkeit hat sich der eine einfach nur anders hingestellt. So, dann gucken wir mal, ob wir jetzt dem hier das Genick brechen können, ohne dass es sein Kollege da mitkriegt. Okay, nein, wir kommen nicht mal mehr zum Genick brechen, wir werden schon vorher abgeschossen. Ungut, okay. Dann können wir mal die etwas aggressivere Variante probieren.
Eigentlich dachte ich, dass der Schuss durchkommen würde, also auch nicht dann, den hier abschießen würde. Na gut. Ah, okay, der Elefant übrigens auf den... Verdammt. Ja, jetzt geben wir ein bisschen Munition aus, aber... dann steigen wir einfach auf unsere anderen Waffen um. Beziehungsweise benutzen die Uzi mal häufiger. So, also der Elefant ist auf... Oh, Gott. Der Elefant steht auf geraden Füßen und... Oh, nee. Och ne, die Schlange auf diesen merkwürdigen Füßen, das ist super. Ja, genau, ab hier. Okay, zumindest kann ich jetzt direkt die Uzi verwenden, wobei ich lieber versuchen möchte, hier ihm das Genick zu brechen. Ja, das geht natürlich nicht. Oh, genau, er sieht uns stattdessen sogar noch. Wir könnten einen Trinkversuch versuchen, beziehungsweise starten. Nein, können wir nicht. Jetzt sieht er uns sogar schon, bevor wir irgendwas machen. Wobei doch, ich habe Trinkversuch gedrückt, also hat uns wahrscheinlich deswegen gesehen. Nein, er sieht uns einfach nur, weil wir da sind. Super. Wie machen wir das dann? Dann Shotgun Time. Macht so viel Schaden wie die Dingswaffe, die neu gekaufte SPRS oder Spaß oder was auch immer, 15. Bin ich mir auch nicht sicher, wie man die richtig ausspricht. Auf jeden Fall nimmt sich's nicht viel vom Schaden her. Ach komm. Friss unser Schwert. Kann man eigentlich blocken? Ich glaube nämlich nicht. Ah, jetzt kommt auch noch der nächste, oder was? Können wir vielleicht geduckt hier den Schaden machen oder so? Nein, können wir nicht, weil das Teil buggt oder wie jetzt. Wieso liegt der Elefant da? Ach verdammt, jetzt habe ich die auch noch... Oh mein Gott. Hier funktioniert überhaupt nichts mehr gerade. So, dann müssen wir es ganz anders machen. Dann könnten wir versuchen, einfach hier so zu schleichen. Nein, wir dürfen nicht unter die Lichtquellen. Gut, wir dürfen nicht zu nah an die Gegner und nicht zu den Lichtquellen. Das ist... Ja, wir machen einfach den hier, nehmen den Jade-Elefanten und verschwinden einfach so. Ja, also wie schon häufiger angemerkt, die Stealth-Variante ist manchmal wirklich die schlauste. Oder häufig die schlauste, weil man da keinen Schaden kriegt und keine Munition ausgibt und an sich unbeschadet wieder wegkommt. Also im Normalfall. So. Also der Elefant stand auf diesen geraden Füßen und der... Drache, a.k.a. Schlange auf den, dem Ding, glaube ich. Diesem sockelartigen Teil. So. Oh. Erinnert ein bisschen an Amnesia. Übrigens zu den Statuen, da könnte man auch irgendwie das Elefanten ein Sternzeichen, ansonsten... Könnte man sagen, dass es die Sternzeichen waren, wenn es noch ein paar mehr gewesen waren, aber wahrscheinlich hatte das auch irgendeine Bedeutung. Über meinen Sinn und Zweck haben sie nicht zu entscheiden. Eben. Für mich brauchen sie keine Trauergesänge anzustimmen. Für sie allerdings. Ja, ja. So, wir machen Quick Save und das... Beziehungsweise die liebe Ming Zhao verwandelt sich in ein undefinierbares Tentakelmonster. Wir können sie ja mal in unseren Flammenwerfer probieren lassen. Okay. Nö, machen wir lieber nicht. Den brauchen wir wahrscheinlich noch für irgendwas Besseres. Weil ihr macht das ja scheinbar kaum Schaden. Aber wir können den guten Atem des Drachen verwenden. Ja, Schleimmonster gegen Drache. Wer gewinnt? Ja, okay. Fast so viel Schaden wie unser Flammenwerfer.
So, verdammt. Ja, ich aktiviere auch dann gleich mal Blutmacht. Ach, verdammt, nicht speichern, ich wollte die Waffe wechseln. Ja, ja, manchmal vergreift man sich. Also der Kampf hier ist wirklich nicht zu unterschätzen. Wo kann man das nehmen? Haha, friss das. Nee, bringt nichts, schade. Wir können mal... Genau. Wir gehen einfach mal unsere Waffen durch. Verdammt, die nimmt irgendwie kaum Schaden, habe ich das Gefühl mit dem Teil, dann... Ach. Schauen wir einfach mal, die ist sie. Ja, das ist doch gut. Also die Waffe ist irgendwie mit einer der besten im ganzen Spiel, habe ich so das Gefühl, weil sie halt sehr häufig, ach so, die, das Viech wirft die Dinge. Sehr häufig halt... Oh, es leckt, man leckt. Ach du Scheiße. Also es liegt hoffentlich nicht an meinem PC. Die Framerate ist auch eingebrochen, super. Ich würde doch sagen, wir sehen uns gleich wieder, aber eigentlich... Naja. Bis gleich. So, ich hoffe jetzt mal, dass es weniger laggt. Jetzt habe ich selbst neu gestartet. Und was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass die UC wirklich genial ist, weil sie halt ziemlich viel geringen Damage dealt. Also verursacht. Und scheinbar so ist, dass die... Oh, die Ming Zhao war wohl schwanger. Dass der Schaden von größeren Waffen... Oh Gott, jetzt hat sich das Vieh auch noch geteilt. Der Schaden von größeren Waffen halt nicht mithalten kann mit einem Magazin von der kleinen Waffe. Zumindest wirkt es gerade so. Kann man die kleinen Viecher erschießen? Nee. Zumindest bringt es nicht viel. Okay, also das hintere Mistviech ist Ming Zhao. Boah Gott. Ich wusste gar nicht, dass sich das Viech teilt. Nee, das ist mir. Ja. Irgendwie dienen wir nicht mehr genug Damage. Und es leckt schon wieder. Irgendwie liegt das wahrscheinlich an dem Kampf oder so. Irgendwie möchte ich den aber nicht rausnehmen, oder liegt es im Spiel, muss ich das Spiel neu starten? Naja, bis gleich. So. Jetzt sind wir zurück an einer etwas früheren Situation des Kampfes. Und wir probieren mal die Diegel aus. Auf jeden Fall hoffe ich jetzt einfach mal, dass es jetzt funktioniert, wie es soll. Okay. Ja, die Diegel ist ganz gut. Und davon haben wir auch ein bisschen mehr Munition als von dem Sturmgewehr. Ja, du bist ganz hässlich. Ja, komm. So. Wobei ich mich bei dem frage, ob Kopftreffer mehr Schaden machen. Ja, und jetzt lehnst du dich vor und triffst uns trotzdem. Ah ne, jetzt spuckst du irgendwas Merkwürdiges. Jetzt lehnst du dich vor, genau. Jetzt, ne, jetzt nochmal? Ne, okay. Ja, bei manchen Gegnern kann man das Angriffssystem nach 2 Sekunden auswendig. Ja, toll. Wir wirken mit irgendeinem Schrott. Und der gehört dazu. Irgendwie machen die Arme, wenn man auf die Arme schießt, mehr Schaden. Also unsere Kugeln machen mehr Schaden. Habe ich so das Gefühl. Oder? Ja, doch. Irgendwie schon. Oder doch nicht. Ich habe es mir nur eingebildet. Auf jeden Fall... Oh, nee, jetzt hat es Kinder gemacht. Kann man die irgendwie töten? Komm schon. Ja, doch, kann man. Und das muss man wahrscheinlich auch ansonsten, wenn die Viecher groß und hässlich, so wie Ming Zhao jetzt geworden ist. Wobei ich mich wirklich frage, ist das jetzt die wahre Form der Kuei Jin? Sehen Kuei Jin wirklich so aus? Weil wenn ja, sind sie ein bisschen, naja, sehr scheiße aus. Aber es kann ja auch sein, dass es da irgendeinen Hintergrund gibt. So, haben wir jetzt... Ah, wir haben Arm abgeschossen. Natürlich. Also es hat schon gestimmt, dass die Arme mehr Schaden machen. Verdammt. Wir sind verlangsamt. Auch sehr fair. Wir sind verlangsamt und das Viech kann verdammt weit schlagen. Toll. Ah, nee, es hat schon wieder ein Viech gemacht. Ah, wir nehmen mal lieber die OC. Ah, oh, verdammt, 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 verdammt. Nicht, dass das Viech groß wird. Mein Gott. Lass mich... Oh, nee. Komm schon. Oh, scheiße.
Dann halt jetzt gegen zwei. Und wir hoffen einfach mal aufs Beste. Ja, ich bin bis jetzt nur auf Blutheilung gegangen, das haben wir mal auch gut gemacht. Du hast natürlich weniger Schaden verursacht. Hey, das ist einfach nur genial. Was haben wir noch so? Ja, irgendwie ist die Deagle hier mir am sympathischsten. Nee, welches denn jetzt das richtige Vieh? Okay, das da. Aber viel Schaden machen wir dem Kriegt leider nicht. Oh, ist es jetzt größer geworden irgendwie? Ach nee, wir können es ja eigentlich sogar daran erkennen, dass wir ihm den Arm abgeschossen haben. Ah. Aber irgendwie gefällt mir gerade der Kampf nicht, weil wir am Verlieren sind. Kann ich kurz ins Inventar, genau, und wir haben ja noch ein bisschen Blut da. Ja, komm, einfach mal eine Blutkonserve. Bringt zumindest ein bisschen Blut. Man kann auch nicht gescheit ausweichen. Oh, und man kann nicht über die Arme drüber springen irgendwie. Also dieser... Unsere Collusion-Box ist scheinbar nicht vom Springen bedingt. Also dass wir dann quasi ein bisschen höher sind und wir nicht getroffen werden können. So wirkt es zumindest. Haben wir jetzt... Ah ja, okay. Also die Viecher verlieren immer mehr Arme. Ja, ich speichere jetzt einfach... Oh, nee, Kleine. Müssen wir schießen. Ja, genau, ich speichere genau in dem Moment, in dem wir vergiftet werden, natürlich. Und da der Timer dummerweise weitergelaufen ist, weiß ich jetzt auch nicht, wie lange ich schon aufgenommen habe. Toll. Oh, wir sind fast tot. Aber den Eternal Death wollen wir leider noch nicht sterben, deswegen... Trinken wir jetzt ein bisschen Aristokratenblut von ganz abgehobenen Menschen. Oh ne, keine Muni mehr? Ach scheiß. Okay, dann muss der gute Atem des Drachen ran. Ah, und wir haben das eine Mistviech down. Gut, dann holen wir uns jetzt noch so. Jetzt noch das Kleine. Komm schon. Oh nee, jetzt ist das auch groß geworden, oder was? Und die Arme wachsen scheinbar nach. Jetzt... Ich lade nochmal an der Stelle, an der wir eben waren, an der das Viech gestorben ist. Damit ich es jetzt auch... Ich habe mich verquicksaved. Natürlich habe ich das. Und ich kann es, glaube ich... Ah. Die haben ihr eigenes Viech getötet? Okay. Und es, ich kann es auch, glaube ich, erklären, denn irgendwie speichert das Spiel die Situation... Aber als wir in der Situation selber drin waren, da hat das Viech gerade angegriffen gehabt und das hat das wohl nicht gespeichert. Das speichert wirklich nur die, wahrscheinlich die Leute, an welchen Positionen so, sie sind und wie viel Leben sie noch haben, aber nicht halt, ob sie schon angegriffen haben oder nicht, ob sie sich jetzt noch in einem Angriff befinden oder nicht. So wirkt es zumindest. Ah ja, genau, da war die Deagle alle. Genau, jetzt ist das Viech tot, dann quicksaven wir. So, und dann werden wir uns auch bemühen, die kleinen Mistviecher wirklich auszuschalten. Ah, okay, da ist das nächste, das holen wir uns direkt. Das könnt ihr mir nicht... Was zur Hölle? Also jetzt fühle ich mich verarscht. Ich habe das Viech definitiv ausgeschaltet. So, wo ist es? So. Genau, jetzt müssen wir nachladen und zufälligerweise genau in dem Moment fängt das Viech an zu wachsen, natürlich. Genau so wird das nicht passieren. Stattdessen wechseln wir auf die Glock. Hat er gerade nachgeladen und dann nochmal nachgeladen? Oder braucht er einfach nur ewig zum Laden? Ja, es ist wieder mal eine längere Folge, aber ich möchte irgendwie das ein bisschen schön beenden. So. Ja, das war überzogen, aber mir gerade egal. Was, da ist noch? Ah ne, okay. Ich dachte gerade, das kleine Mistviech, das wir eben ausgeschaltet haben, würde wieder aufstehen. So, jetzt kämpfen wir richtig. Also ich mag wirklich den Atem des Drachen sehr gerne. Irgendwie bilde ich mir ein, dass die Viecher hier aufstehen. Jetzt dachte ich gerade, das Viech steht wieder auf. Ja, das ist ein kleines. Ja, ist ein bisschen teuer,
die Munition dafür verschwenden. Verdammt, jetzt haben wir nicht mal getroffen, oder was? Ich hoffe, wir können zwischenzeitlich nochmal einkaufen. Ich glaube es zwar nicht, aber es wäre sehr schön. So, wir schlagen ein... Ach, aus den Armen werden die kleinen Viecher? Ja! Okay, das habe ich auch verstanden. Gut. Dann müssen wir darauf achten, die Arme eigentlich nicht abzuschießen, aber das müssen wir schon machen, weil die Arme richtig schön Schaden machen. So, und wir laden nach. Ja, komm. Also ich werde wirklich den gesamten Endkampf in einen Dings hier zu bringen. Reinbringen. Den Endkampf. Den ersten Endkampf. Es gibt ja noch einen weiteren, da wir uns für dieses Ende hier entschieden haben, indem wir wirklich Ming Zhao und Lacroix ausschalten. Wobei ich glaube, Lacroix muss man ausschalten. Ming Zhao halt nicht. Wir können uns hier halt auch anschließen. So, aber jetzt holen wir uns das Viech mal mit der Uzi. Also irgendwie, das ist... Neben dem Atem des Drachen auch meine Lieblingswaffe oder eine meiner Lieblingswaffen, denn die macht schön viel Schaden. Und wir haben sogar, wer sich erinnert, damals bei den Pestgegnern, also diesem Pestorden da, haben wir mit dem Ding geheadshottet. Es lebt noch? Ich hab's doch gerade getötet. Wieso lebt das noch? Ich wollte gerade fragen. Und hier sind wir auch außerhalb, out of ammunition. So, Auftragsbuch aktualisiert. Sie haben Ming Zhao erledigt und den Schlüssel geholt. Zeit ist der Prinz fällt. Ja, also wir müssen ja den Schlüssel von ihr holen, damit wir den Sarkophag von Ankara öffnen können. So. Munitionstechnisch sind wir ein bisschen arm dran. Und ab jetzt werden wir wohl mit der Glock rumlaufen. Ah, und da ist auch wieder dieses Stargate oder was auch immer. Wobei, wenn Akta durchkommt, darf ich das auch nicht sagen, aber den Witz habe ich, glaube ich, schon mal gerissen. Wobei, es ist eigentlich kein Witz, es ist eher traurig. Aber ich würde sagen, weiter geht's dann erst in der nächsten Folge. Also bis dahin, Leute. Ciao.